Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Absolove, End of Gods. Sorry, dass die Folge heute nur ungefähr 20 Minuten lang werden wird, aber ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin krank. Mein Hals kratzt, mir ist manchmal ein bisschen schwummerig und deswegen würde ich gerne doch lieber nur, das müsste theoretisch F2 die Absolove-Forschung sein, oder? Deswegen würde ich tatsächlich lieber nur kürzere Folgen machen. Für den Fall, dass ich dann mal ein, zwei Tage nicht aufnehmen kann, ist es weniger wahrscheinlich, dass was ausfällt. Beziehungsweise fällt dann weniger aus. Und es macht halt doch einen Unterschied, ob ich in einer Stunde etwa zwei Folgen aufnehme oder drei. Ich glaube, ja, ihr versteht das. Warte mal, hier waren wieder diese Viecher, ne? Ja, da waren diese Viecher in der Nähe. Warte, ich habe jetzt doch einen Schlüssel mehr. Ich habe einen Dreierschlüssel, aber die Tür hier geht trotzdem nicht auf. Irgendwo war aber auch dieses komische... Hier waren ganz viele Türen, die wir noch untersuchen konnten. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal das, was wir machen sollen. Und führen hier den Schlüssel ein. You have to excuse Henrik. Don't abandon us. We have to find all the artifact keys as soon as possible. The next one is in another part of Niflheim. On top of a tower of ice, a beacon of light. From the Absolove research room, you have to go through the east wing. The code to the gate is 3825. I repeat, 3825. Be careful, my dear. Okay, 3825, wir haben es oben angezeigt. Osten. Ostflügel. Aber da steht's doch. Ist das der Ostflügel da unten? Ja, das ist da unten. Sehr gut. Habe ich hier einen Speicherpunkt irgendwo? Hier hatte ich keinen, oder? Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Nochmal nach Niflheim. Also nochmal in die Welt der Eisriesen. Ich sollte hier vorsichtig sein, oder? Ich glaube, ich sollte hier 5. Da komme ich nicht rein. Ich würde mich hier am liebsten umsehen. Ostflügel. Da ist auch das Keypad. Ich will mich nur ein bisschen nochmal umgucken. Nur ein bisschen. Ich glaube aber, der Typ war nur oben. Der war nicht hier unten irgendwo. Da komme ich gar nicht durch. Da vorne, da brauche ich... Ach, der Schlüssel, ach du Heilige. Da ist bestimmt irgendwas Tolles drin, wenn wir da die Achtersignatur brauchen. Und bevor der jetzt runtergelaufen kommt... 557. Ich frag mich, was... Nee. Ich frag mich, was die ganzen Sachen zu bedeuten haben immer. Okay, was war das? 3825. Wollen wir doch mal das Beste aus unserer kurzen Episode heute machen, oder? 3, 8, 2, ups, 5. In Niflheim auf einen Turm aus Eis. Finde einen Absolove-Schlüssel auf dem Leuchtfeuerturm. Okay. Das rotiert jetzt wieder, oder? Oh Gott, das will ich mir gerade nicht angucken. Das heißt, wir sind wieder in dieser Schneelandschaft und da sind vermutlich wieder diese riesigen... Oh Gott, das hat mich gerade erschrocken. Da sind vermutlich wieder diese riesigen Gestalten. Wir haben sie auf einem Bildschirm hinter dem Doktor gesehen. Wir haben sie aber auch so in live schon mal gesehen. Das war der eine, der uns das erste Mal umgebracht hat, glaube ich. Genau, der hatte uns umgebracht. Ja, richtig. Da habe ich gedacht, der sieht uns nicht. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Das finde ich aber gut. Ach, das ist doch riesige Wurzel. Gatekeeper Viking. Ein Achievement. Und erstmal speichern. Ganz wichtig, immer speichern. So. Hier zittert alles. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich
kann da drüben, kann ich da überhaupt hinkommen? Kann ich überhaupt hin? Ich glaube, da kann ich vermutlich gar nicht rüber, oder? Nein, und wenn ich rüberkommen würde, ich wollte gucken, ob ich da durch kann, durch die Türen. Aber selbst wenn ich rüberkommen würde, ich weiß nicht, ob ich wieder rauskommen würde. So, es ist dunkel, also die Sicht, oh je. Das ist wieder so ein Gang, wo diese... Ah je, okay. Eventuell diese Typen mit den Geweihköpfen oder Trolle. Beides sehr vorstellbar. Wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt hier einfach keine Gegner bekommen. Hallo? Geh da rein. Danke. Ich mach ganz kurz die Sicht aus, damit sie sich wieder auflädt. Es gibt hier nur den einen Weg, also... wissen wir immerhin, dass wir... Da drüben ist eine Ladestation. Das ist beruhigend. Oh Gott. Oh Gott, im Himmel hat der mich gerade erschrocken. Das kannst du doch nicht machen, wenn ich krank bin. Oh Gott, ich will nicht. Dass wir hier nochmal aufladen können, finde ich... Oh, ich hatte ja gar keinen aufgeladenen Arm. Das... Oh Gott, oh Gott. So. Warum konnte ich, kann ich jetzt hier den Arm aufladen? Was ist der Grund dafür? Da sind Typen, die will ich nicht. Wie mache ich das denn am besten? Wie laufe ich nochmal? So, ich renne einfach durch, ne? Geronimo! So. Ich glaube, die kommen uns nicht mehr nach. Einmal kurz die Sicht aus. Oh Gott, es wird so stockfinster. Ich gehe lieber in die Hocke. Oh Gott. Da ist eine Tür. Oh je, wenn ich die jetzt nicht... Wenn die jetzt nicht aufgeht, wenn ich dafür schießen muss... Die ist offen. Ist da was drin? Ich sehe nichts. Das ist gut. Glaube ich. Okay. Okay. Ich glaube, ich kann mich hier sicher bewegen. Kopierer. Wir können die Sicht aufladen. Da ist eine... Batterie. Ich mach doch nochmal die Sicht an, das ist dann doch einfacher, dass man nichts übersieht. Nichts und nichts. Das ist verriegelt, die muss ich aufmachen. Deswegen die Batterie vermutlich. Oh Gott. Ja, nee, ich brauche die Sicht ja gleich, aber... Hat sich doch gelohnt mit dem Ziel, ne? Haben wir direkt geschafft. Oh, hier ist es so dunkel. Aber da geht auch eine Treppe runter. Okay. Ich habe Angst. Im Dunkeln. Muss ich hier... Muss ich hier gar nicht rein, oder? Ich bin gerade verwirrt, Entschuldigung. Ich dachte, ich muss hier durch. Gab es da noch einen anderen Weg?
hier kam ich her, richtig? Ja, hier kam ich her. Wieso? Da bin ich insgesamt hergekommen. Ja. Ach, natürlich, das hier. Ist jetzt da unten was... Ich gehe nochmal den Weg entlang, den wir eben gerade genommen haben. Gucken, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Aber ich glaube nicht, da war ja nichts mehr, oder? Nö, das ist ja einfach nur jetzt... Wir müssen einfach nur wieder zurück. Oh je, na gut. Das Gute ist, da vorne ist dann auch wieder was zum Aufladen. Hier komme ich immer noch nicht durch. Das heißt, irgendwo da unten ist jetzt ein anderer Weg offen. Sehe ich das richtig? Vermutlich da drüben. Ja, da drüben. Der war vorher nicht offen. Okay. Trotzdem mal vorsichtig. Wer weiß, ob hier irgendwas aufgetaucht ist. Und vor allem, wir werden gleich wieder an den Viechern vorbeirennen müssen. Das heißt, ich würde jetzt hier... Bevor wir... Wir rennen da jetzt einfach durch. Wie eben gerade auch, würde ich sagen. Und hoffen einfach, dass die uns nicht erwischen. Das hing gerade, das war nicht schön. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Oh nein. Och nö, das war jetzt ja echt nicht schön. Oh, das kriege ich gerade nicht hin. Das darf doch nicht wahr sein. Da ist die komische Gestalt wieder. Komm, Offensive direkt darauf zu und bam. Bam. Nein, nicht bam. Ich kann das einfach nicht. Dieses Nachlebensspielchen ist einfach nicht meins. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich muss mir den Raum angucken. Ich muss mir den Raum angucken, bevor wir... Warte mal, kam ich hier jetzt her? Nee, ich muss hier durch. Ja, wir wissen jetzt ja, was kommt. Da kommt gleich dieser Jumpscare oben. Oder kam der schon? Ich weiß es nicht. Kam der schon? Der kam noch nicht. Da kommt er gleich. Genau. Und wir gucken gleich einfach, wo ich genau hin muss. Hier. Ich muss da durch. Hier hinten ist nichts. Das ist da vorne das hier. Das habe ich eben falsch gemacht. Okay, weißt du was? Wir machen das wie eben. Wir rennen einfach. Es hat gut geklappt eigentlich. Oh. Okay, und da oben war ja nichts, wovor wir Angst haben mussten. Also direkt hier rein. Einmal die Batterie schnappen. Und dann hier hoffentlich wieder auf den ersten Versuch das hinbekommen. Tap, 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 tap. Tada. Wir nehmen natürlich den... Das ist nicht mehr da. Habe ich den schon jetzt eingesammelt? Okay, merke, Sammelgegenstände merkt es sich wohl auch über den Tod hinaus. Gut. Hätte ich mir hier die Ladung sparen können. Okay. Wissen wir jetzt auch. So. Okay, ich hoffe, ich kriege das jetzt diesmal hin. Wenn nicht, dann schneiden wir das. Ich könnte auch versuchen, nochmal hier nach außen zu rennen. Habe ich jetzt leider nicht gesehen, ob das... Aber wir müssen eigentlich nur nach... Nach rechts.
So. Okay. Hat funktioniert. Darunter, wir gucken erstmal schnell hier, aber da ist nichts. Okay. Alles gut. Wir kriegen das hin. Puh. Sehr viele Wege und Schränke. Da kann ich... Oh Gott, ich muss mich doch nicht wieder an solchen Viechern vorbeischleichen, oder? Da möchte ich aber bitte vorher einen Speicherpunkt haben. Nee, ist überall nichts. Was bist du? Wo gehst du hin? Mhm. Das sind ja ganz liebreizende Zeichnungen. Ich mag die... Oh, Batterie. Danke. Ich mag diese Geweih-Heinis nicht. Heute. Heute mag ich einfach gar nichts. Von unseren Gegnern. Okay. Einmal schnell. Sicht wieder auffüllen. Da vorne kann ich... Oh, da kann ich auch meinen Arm wieder aufladen, oder? Und ich höre überall das Lachen von diesen kleinen Trollen. Ah, da muss ich wieder so eine Batterie auffüllen. Okay. Ist da was drin? Ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann können wir das jetzt mit Energie versorgen. Luftschleuse rotieren lassen. Aber auch noch einmal bitte wieder den Arm aufladen. Was mache ich denn bei diesem... Ich muss vielleicht mal gucken, was ich bei diesem nach dem Tod-Ding falsch mache. Guck mal da. Oh ja, bitte. Bitte, bitte. Ja, bitte. Ich höre es doch schon wieder. Da sind doch irgendwo schon wieder Trolle, oder? Ich will nur gucken. Sicher ist sicher. Es sieht vollgeladen aus, aber ich will... Okay. Dann können wir jetzt auch die Sicht wieder aufladen lassen und dann gehen wir da rein und dann... Und das alles nur, weil wir jetzt einmal nach Niflheim müssen. Gott. Mach... Oh Gott, nein. Okay, der ist irgendwo rechts. Das ist aber super hier. Entschuldigung. So. So, für den Fall, dass du es noch nicht wusstest, du bist hier nicht allein. Alles klar. Ich nehme an, dass ich da hin muss, wo der Typ jetzt war. Also gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht ist es aber auch total egal. Oder vielleicht laufe ich jetzt genau richtig. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber ich höre Stimmen und Lachen und... Und ich bin mir nicht sicher, was davon... Okay. Ich lass dich dann mal weiter weinen, ne? Ich warte. Gott, das ist mir sehr unangenehm, wie der da hinter uns weint. Ich fürchte, ich hätte jetzt sehr gerne einen Speicherpunkt, damit wir die Folge beenden können, weil... Nicht, weil ich es nicht mag, dieses wunderschöne Spiel, sondern einfach nur, weil ich tatsächlich, wie gesagt, mir geht's nicht so dolle. Oh Gott, da unten ist er. Da sind... Ach, da, wie viel sind das denn? Zwei mindestens. Oh Gott, ich muss da irgendwie runter. Gib mir bitte einen Speicherpunkt, bevor ich... Oh Gott. Gib mir bitte einen Speicherpunkt irgendwo hier unten. Bitte, bitte. Gib mir einen Speicherpunkt. Ah, ich muss da gar... Muss ich da... Nee, ich muss da gar nicht hin, oder? Kann ich da überhaupt hin? Ich weiß nicht, ob ich da hin kann. Ich versuch's lieber da vorne.
Ist da irgendwas in dem Rohr? Nein. Wir können einfach mal just for fun reingehen. 4. Oh nein, finde den 4er Schlüssel. Oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich den ganzen Quark hier nochmal machen. Das wird lustig werden, ehrlich. Wir versuchen jetzt einfach mal, ob wir nicht noch, doch noch irgendwie ein... Da drüben kann ich hin. Okay. Und da. Ich kann sowohl nach rechts als auch nach links. Da laufen aber auch so Typen. Und das ist nicht so gut. Was ist denn der jetzt? Der eine ist jetzt gerade nach rechts. Der geht da jetzt gerade nach links. Weißt du was? Dann lass mich doch mal... ganz kurz hier rüber. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau sind oder ob wir hier rüber müssen oder auf die andere Seite. Ich könnte mal wieder meine Sicht benutzen. Ich hätte wirklich gerne einen Speicherpunkt, liebes Spiel. Fakt ist, ich mache am besten tatsächlich die. Oh, da müssen wir auch reinkommen. Bingo, wir haben den 4er. Sehr gut. Ich lasse den dann auch einfach mal wieder in Ruhe. Ich muss eigentlich nur zurück, oder? Moment, da ist aber noch... Ah, warte. Ja, ich habe jetzt nicht die Ladung umsonst verschwendet. Wir können auch noch hier rein. Was Neugier. Okay. Den mache ich nicht auf. Okay. Wir müssen nur wieder zurück. Also wir müssen jetzt nur wieder nach... jetzt wieder nach links. Ich hoffe, wir triggern den nicht, wenn wir hier hinten stehen. Aber er geht gerade wieder nach vorne, deswegen... wenn man das, glaube ich, ganz recht... Geh einfach weiter, mein Freund. Einfach weiter. So. Sehr gut, dann können wir da jetzt durch. Und dann kriege ich bitte, bitte meinen Speicherpunkt, den ich mir jetzt redlich verdient habe. Oh Gott, hier ist immer noch kein Speicherpunkt, oder? Aber ein Audiolog mal wieder, das ist schön. Und doch, da vorne ist ein Speicherpunkt. Gut, dann hören wir uns den noch an. Kann es sein, dass das einer von diesen mit den Geweihen ist, bevor sie so geworden sind? Weil die sitzen ja auch öfter mal da und weinen und leiden. Oh Gott. Das heißt, es waren die Leute, die hier vorher geforscht haben.
Oh je. Okay, aber ich habe meinen Speicherpunkt bekommen. Ich würde jetzt tatsächlich Schluss machen. Und meinen Tee trinken, der hier neben mir langsam auf trinkbare Temperatur abkühlt. Ein Kamillentee. Es tut mir leid, wenn die Folgen jetzt ein bisschen kürzer werden, die nächsten paar. Aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt... Ich hätte auch schon vor 5 Minuten Schluss gemacht, wenn ich gekonnt hätte. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich 2 Folgen in einer Stunde oder vielleicht doch eher 3 aufnehmen kann. Und ich weiß ja nicht, ob es jetzt besser wird oder schlimmer. Ist ja manchmal bei Erkältung so, dass man, auch wenn man es versucht, es einfach nicht schafft, dass es besser wird. Und falls ich dann einfach mal nicht aufnehmen kann, dann würde ich es doch lieber haben, wenn vielleicht nur eine Folge ausfällt und nicht gleich 2 oder 3. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Danke auch für euer Verständnis, denn ich weiß, ich habe die besten Zuschauer und ihr versteht, dass ich ein bisschen kürzer trete, wenn ich angekratzt bin. Ist halt gerade Erkältungszeit, da muss man auch mal mit rechnen, leider. Und ich hoffe ja einfach, dass ich nicht richtig krank werde. Dann kann ich weiter aufnehmen, die Folgen sind ein paar Minuten kürzer und alles ist sonst wie gehabt. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, trinkt Tee. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Absolof. Wenn wir vielleicht endlich nach Niflheim kommen. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so weit. Also, bis dahin. Bye, bye.